Wahrhaftig, ohne zu viel von den neuen Folgen zu verraten, aber Bürgermeister Wöller will Schwester Hanna in der neuen Staffel unbedingt einen Lebenswunsch erfüllen. Gibt es bei Ihnen auch so eine imaginäre Liste mit schönen Dingen? Oh, da gibt's ganz viele. Richtig viele. Und ich hoffe, mein Leben ist lang genug, dass ich mir die alle noch erfüllen kann. Also, ich bin ja Sternbild-Zwilling und die Zwillinge reisen einfach wahnsinnig gern. Und da gibt's noch so unendlich viel, was ich anschauen will. Ich möchte nach Neuseeland, ich möchte Asien noch richtig von vorne bis hinten bereisen. Ich möchte nochmal ins hohe Eis. Zum Beispiel schwebt mir davor, eine Schlittentour mit Huskies zu machen, mit eigenem Zelt. Da habe ich mich schon ein bisschen erkundigt, also das steht als nächstes an. Schwester Hannas heimlicher Wunsch ist ein Fallschirmsprung. Mhm. Und Bürgermeister Wöller lässt den dann auch wahr werden. Hätten Sie dem Bürgermeister so einen Freundschaftsdienst zugetraut? Na, also Hanna ist sehr erstaunt darüber, dass er das getan hat. Weil sie erfährt, dass er es schon mal gemacht hat, einen Fallschirmsprung, und dabei Todesangst hatte. Und dass er sich jetzt dazu bequemt, es nochmal für Hanna zu tun, da ist sie schon sehr gerührt darüber und bedankt sich bei ihm. Und dann findet dieser Sprung tatsächlich statt? Mhm. Wurde da getrickst oder sind Sie selber gesprungen? Das habe ich selber gemacht. Ich wollte das schon immer mal machen, weil mein Bruder ist Fallschirmspringer. Ich habe viel an diesen Dropzones gestanden und habe ihm zugeschaut. Und ich konnte das halt nie machen, weil ich immer unter Vertrag stand. Und wenn man unter Vertrag steht, darf man vermeintlich gefährliche Sportarten einfach nicht machen. Und jetzt stand es im Drehbuch. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das mache ich selber, das macht keine Stuntfrau. Und dann sitzt man da im Flieger und es geht höher und höher. Ja. Die Tür geht auf. Ja, ein wunderbares Erlebnis. Also ich liebe Fliegen als Zwilling, Luftzeichen, mag man das sowieso. Und wenn man dann da oben sitzt, natürlich macht man das nicht alleine, ein Tandemmaster macht das ja mit einem. Und dann da hinausspringt in diese Weite, in diese Tiefe und diese Kräfte der Natur schlagen einem entgegen, das ist schon toll. Was für ein Gefühl ist das, der freie Fall? Hat man da ein bisschen Panik auch, oder? Ich hatte keine, also kann ja nur von mir reden. Aber ich sage immer, das ist so wie, wenn man mit 320 im Cabrio über die Autobahn heizt. So ungefähr ist das. Man sieht den Horizont, der ist rund. Ja, das ist toll. Die Kräfte, die Luft, das alles schlägt einem entgegen. Und man begibt sich wie so ein Vogel in die Luft. Das ist ein tolles Gefühl. Und dann geht der Fallschirm auf? Und dann ist dann gibt es diesen leichten Ruck und dann fliegt man nur noch. Und dann kann man von oben alles sehen. Man sieht das Team unten, die nach oben schauen und hoffen, man kommt da unten an. Also es ist schon ein wunderbares Gefühl. Würden Sie das nochmal machen? Warum nicht? Würden Sie es Ihrem Sohn erlauben? Wenn er 18 ist. Also er muss schon für sich selbst verantwortlich sein. Als Schauspieler werden ja durchaus auch mal Dinge von einem gefordert, die einem nicht so leicht fallen. Gibt es da bei Ihnen strikte Grenzen? Irgendwelche No-Gos? Also ich sag immer, wenn es die Rolle erfordert, dann werde ich es auch spielen. Also ich bin absolut gegen Dinge, die nur dazu da sind, dass es, ja, dass es spektakulär ist oder dass es die Presse auf den Plan ruft oder sowas. Das werde ich nie tun. Aber wenn es für die Rolle richtig ist und erklärbar ist, dann bin ich Schauspielerin genug, das zu tun. Und was war das Aufregendste, was Sie im Rahmen Ihres Jobs bis jetzt so machen durften? Ach, da gibt es so viel. Um Himmels Willen konnte ich schon so wahnsinnig viel machen. Also, das mit der Fallschirmsprung war schon ein Highlight, aber ich bin auch schon American Truck gefahren, ich bin Ferrari gefahren. Ach, es gibt so viel, gerade bei Um Himmels Willen, was die Rolle so spannend macht dann eben auch und was mir so viel Spaß macht. Ich konnte Steppen lernen, ich kann tanzen, ich kann singen, auch in der kommenden Staffel werde ich wieder singen. Und das ist alles, das macht mir riesen Spaß. Na, freuen wir uns. Danke.